Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einem weiteren Part Insurgents. Meine Friends. Wir sind hier vor der Fane Normal Arena, haben letzten Part ja im Mega Miltank drin gesehen, was mega, mega komisch war, aber okay, der Typ sagt sogar noch. Wir kriegen die Leftovers hier geschenkt. Danke, Dude. Danke. Das war nicht gewollt. Okay, vielen herzlichen Dank. Metronom lassen wir auf Misty, weil das super, super strong ist, das Item, wie wir sehen zurzeit. Leftovers kann ich tatsächlich spielen auf... Das ist es gerade. Ich glaube, Ronaldinho wäre gar nicht so bei meinen Leftovers. Ist halt nicht das defensivste Mon, aber okay. Nehmen wir einfach mal mit. Wir heilen auf und sollen zum Krankenhaus nun gehen. Denn dort soll irgendetwas passiert sein, sagte Nora, die ebenfalls angekommen ist. Und wie gesagt, Leute, unser Team hat gezeigt, was es kann. Gerade Misty, den dreifachen Boost bekommen mit Antikraft und Silverwind. Super, super stark einfach. Also diese Moves ist einfach super, super stark. Ich kann dazu gar nichts sagen, ey. Das Mon ist einfach super, super gut. Wenn wir das verlieren, dann ist, glaube ich, ehrlich, zappenduster, aber wir schauen mal, was hier abgeht. So, wir sind im Krankenhaus. Wir gehen ganz unten, weil ich glaube, das sollte, genau, hier ist der Ausgangspunkt. Du bist es again, oh man, von Sunshine City. Oh mein Gott, ey. Guckt mal alle zu, was passiert. Mein Name ist Tian, I don't... wenn du es nicht vergessen hast, ja. Okay, was machst du jetzt? Ach stimmt, das war der Typ, der Reshiram entführen wollte, oder was? Aber was tun die jetzt? Vielleicht wollen die jetzt doch kämpfen nochmal? Also wir haben ja einmal mit den Kyurem gekämpft von denen, ne? Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass es die Kyurem Entführer oder Leute waren, die mit Kyurem ankamen damals in der ersten Arena. Ich bin gespannt, ey. I thought I might say that, but actually have your father best interest heart, believe it or not. Okay, also die sagen gerade so, dass der Vater wohl krank sein soll und alles. Just hurry up very well. Okay, die haben den Strom hier angemacht. Super, super nett. Now follow me. Das ist nett von den Jungs, dass die wenigstens hier den Strom eingeschalten haben. Okay, es ist wohl etwas merkwürdig. Ja. Wir sollten mal im Wing gehen, ne? Coming up. Yes, wir kommen. Alles kein Problem für uns. So. So, hier ist wieder alles an. Die Rezeption ist ebenfalls da. Und in welchen Raum sollten wir jetzt gehen? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Ne? Also, ich habe einen alten Mann gesehen, der da irgendwie mit Verband über dem Kopf lag. Ich denke mal, dass er das sein wird, weil das war der Mann, der wirklich mit am kranksten aussah. Und ich glaube nicht, dass der unten sein wird, oder? Weil wenn er unten ist, dann wäre es. Dann würde die obere Etage keinen Sinn machen, wirklich, ne? Aber wir haben jetzt das, was wir letztes Mal gemacht haben, machen wir jetzt noch einmal im heutigen Part. Es tut mir leid an alle Leute, die es jetzt noch einmal sehen. Aber, ja gut, hier ist ein alter Mann, aber das ist wohl nicht der richtige. Und hier haben wir wieder keinen. Warum gibt es solche leeren Räume? Einfach nur, um den Spieler zu trollen, so, yo, Katja, wir haben dich. Und hier, jawohl, wir haben ihn. Ja, das ist er. Are you crazy? Ja, ich bin ein bisschen verrückt, Alter. Was passiert jetzt? A Cultist, oh mein Gott. Was ist eine Cultist? Whatever you need, save. Fine, maybe I will. Why we want to use your father? Das ist die Sache, ne? After the Oxus was defeated above Mosbach City, people blow started reporting. Okay, die erzählen da auch irgendwas über die Oxus und die Erebus DNA was lighting tined. Alles gerade sehr, sehr interessant, was hier abgeht. Also ich kann das nicht alles jetzt so mega grob übersetzen, aber es geht um ein Virus, wie es aussieht, der ausgebrochen ist. Und ja, du sagst gerade hier, Poke-Virus. Und die wissen da wohl schon über Jahre Bescheid und dieser Virus ist wohl sehr gefährlich und ja, so ganz grob, ne? Das ist jetzt übersetzt einfach mal. Ich werde hier nicht alles grob übersetzen, weil man weiß ungefähr, um was es geht. Und ja. In a tube? Ein Poke-Virus in a tube. Okay, irgendwo hat sie wohl den Poke-Virus dann.
merke ich jetzt einfach mal. Das Ding ist auch, ich kann jetzt hier nicht einfach alles auf Englisch vorlesen und es bringt halt mir selber nichts als Let's Player, weil ihr findet das auf Dauer da langweilig und weiß ich nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Das würde mich einfach mal grob interessieren, ob ich das auf Englisch sonst vorlesen soll oder ob ich das grob sagen soll, was passiert. Also das wäre mal eine Sache, die mich interessieren würde, ne, wie ihr das seht. Viele haben gesagt, ich soll mir die ganz in Ruhe durchlesen und viele andere haben gesagt, dass es langweilig ist, also so wie ich es mal mitbekommen habe. Let's go over this, okay. Okay, die gehen, Damian geht schon mal raus. Seriously, he in the room, a cultist, and he scared of needless. Anyway, okay, Dad. 3, 2, 1, and done. I think it... Oh, es hat geholfen, wohl, wie es aussieht. Okay. Was passiert jetzt? Oh, Deoxys. LOL, was passiert? Sag bitte nicht, der verwandelt sich jetzt in Deoxys. Oh mein Gott! Alter, heilige Makrele, der Boy ist einfach zum Deoxys geworden. Das habe ich mir eben auch schon gedacht. Wenn man irgendeine Pokémon Deoxys-Virus nimmt, you better fix him. What the hell? Der Boy ist einfach ein Deoxys nun. Hey guys, was ist hier ab, Alter? Was ist passiert? Ist er okay? Er ist weg. LOL. Was ein Idiot. Okay, das war nicht der Plan. Das ist nicht so gut. Und der hat Damian gekidnappt, oder was? Ja gut, der Poke-Virus ist in dem Dead. Und ja, ist halt nicht so cool jetzt. Weiß nicht, was jetzt Harmony sagen würde, aber ja gut. Okay, Noah, hör zu. Ich verspreche dir was. We will try to figure out where Madel took him. Ja, das ist super wichtig, geil. Wir müssen Kalper City, okay? Wir schauen da mal nach, ob er da ist. Und ja, dann geht's ab. Hurra, hurra, die Nora und ich sind da. Wir haben ein Deoxys geboren. Oder ausbrechen lassen, was auch immer. Sie haben nichts gesehen. Das war alles nicht das, was gerade passiert ist. Genau. Und wir suchen ein Deoxys. Alter, stell dir vor, man kann den Opa fangen, da hat man den im Team. Zero setzt Opa ein. Opa, Angriff. Let's go. Oh mein Gott. Route 10, neue Route, neuer Encounter. Super strong. Wollen wir den mitnehmen gleich? Wir haben eine Feuerroute hier nicht gerade. Deshalb packen wir einfach mal den guten Nightfish nach vorne. Ne? Der kann auch mal zeigen, was er kann. Wird ja geboostet im Wasser, beziehungsweise im Regen. Und ich weiß nicht, ob ich hier erstmal mitnehmen soll oder auf dem nächsten. Wir nehmen erstmal hier den Trainer mit. Wir haben auch die anderen Trainer, die wir mitnehmen können. Machen wir gleich auch noch. Oder denke mal, vielleicht mache ich das offscreen. Wenn wir ein bisschen was noch schaffen heute. Lunastein. Im Regen ein Lunastein. Finde ich sehr merkwürdig. Wir machen Aquatail. Ne, es sollte One-Shotten, oder? Wir haben Mega-Angriff im Regen. Da brauchen wir uns nicht unterhalten. Eine Kaskade wäre super nice. Brauchen wir auch irgendwann mal. Solar Rock. Pff, gar kein Problem für uns. Also unser Team, das ist halt... Also ihr habt gesagt, wir brauchen mehr Power. Und ich glaube, die Power haben wir nun, ey. Auch wenn wir keine gute ja, wir haben halt keine gute. Ja, ihr wisst, was ich meine, so. Also wir haben auf jeden Fall viele Schwächen an der Stelle. Das heißt, unser Team ist nicht gut ausbalanciert, aber es sind viele starke Mons. Das heißt, wenn wir ein Erdbeben abbekommen, haben wir halt die Switch ins unsere Flugmons. Die anderen Mons werden halt alle super effektiv getroffen, was da nicht so gut ist. Kampfattacken haben wir ebenfalls Switches, die ich auch jetzt betrachte hier, weil Hitmonlee ist halt ein starkes Mon. Und mit Olahun können wir halt keine Feuerattacken droppen, aber immer noch die Akrobatik. Blaze Kick kommt, okay. Das heißt, es wäre eine Feuerattacke sogar gekommen. Im Regen. Macht nicht wirklich Sinn. Aber okay, wir gehen auf die Akrobatik. Wild Guard kommt, okay. Sollte 50% ziehen. Boah, sogar fast One-Shot.
Okay, wir gehen von Eiroas. Wir outspeeden tatsächlich nicht, weil er mit einer Prio kommt, beziehungsweise mit einer Prioritätsattacke. Und bam. Und bam. Und das sind gute EP. Und damit haben wir den Boy besiegt und können weitermachen. Sind hier so viele Trainer? Tatsächlich. Ha, aber wir müssen auf jeden Fall noch einen Mon mitnehmen. Für einen Encounter. Und für eine Stadt können wir auch noch einen Encounter mitnehmen, weil wir da ja was zum Angeln oder was zum Surfen. Rotom. Sehr interessant. Könnt ihr Elektro-Attacken? Boah, ja, ist halt immer das Ding. Ne? Ich muss super safe spielen, Leute. Es tut mir leid, ich muss leider super safe spielen zurzeit. Und dann, falls sterben wir, Substitute kommt, okay. Das hat echt nicht viel gemacht. Also, ich habe gedacht, Substitute zieht mehr ab, aber es waren 25% tatsächlich oder so, ne? Wir gehen für. Oh, ne. Das Ding hat doch Schwebe-Zero. Das Ding hat doch Schwebe-Zero. Du bist doch dumm. Du bist doch dumm, Zero. Das wird resisted. Ne, doch nicht. Ich bin nicht resisted. Doch, es wird resisted. Das ist Elektrogeist. Das laber ich da. Was haben wir für Move? Boah, wir haben nicht wirklich was. Wir haben Ronaldinho, der neutral trifft mit Drachenpuls. Ja, ist der einzige Play. Sehe ich gerade nichts anderes, was wir haben. Das ist es halt. Wir haben viele gute Mons. Aber viele gute Mons werden schnell gecountert. Hex macht sogar gar nicht mal so Ban Damage. Leftovers heilt uns. Das ist gar nicht mal so schlecht jetzt. Machen Drachenpuls. Elektroball, wie zieht das? Geht. Der sollte den Laborator brechen. Wir kriegen Leftovers wieder. Leftovers sind super stark gerade hier. Hex wieder, das macht kein Hex, bitte. Bitte kein Hex mit Hex. Super gut, danke. Wir heilen. Und wir spielen safe, wir heilen auf. Kein Bock jetzt hier so eine Min-Roll oder sowas zu bekommen. Oder eine Max-Roll vom Gegner und bin tot. Ich glaube, einen würden wir sogar noch überleben. Wie viel macht das? Über 41, Tatsache. Ja, es macht 51. Oder sogar mehr. Hab ich gerade jetzt nicht ganz geguckt. Ominous Wind, kriegst du einen Boost. Nein. Und das langt. Sehr sick. Und damit kommt erst Ampharos. Jetzt können wir Tanga einswitchen. Huh, vielleicht hat er auch Mega Ampharos am Start. Würde ich nicht so feiern, tatsächlich. Nö, also. Mega Ampharos. Lass mal lieber weg. Könnte jetzt ein Donner auch kommen. Wäre eine gute Idee eigentlich, ne, auf der Route. Ampharos Donner. Kann man machen. Aber, ne, das überlebt es nicht. Ein fucking Earthquake von Tanga. Pff, keine Chance. Keine Chance. 55 an der Stelle jetzt für Tanga. Drillbill. Die Drill Run. Was ist das? So, das ist die Attacke, die wir vorher schon mal hatten. Schlechteres Erdbeben einfach. Brauchen wir nicht. Wir haben Erdbeben. Erdbeben ist ein guteres Erdbeben. Guteres. Ein guteres Erdbeben, Leute. Ein guteres Erdbeben. Wollen wir auf die Route mal rauf? Gibt es hier irgendwo wieder eine Waldlichtung? Die ich vielleicht übersehe. Nein, aber eine Route erstmal. Mit diesem Mon. Venoflibis. Lässt sich drüber streiten. Mann, Heavy Slam. Weil das die Attacke ist, die es vielleicht tankt. LOL, tatsächlich nicht. Oh boy, okay, da haben wir unseren Encounter weggeschmissen. Dachte der Tank das aber wohl nicht. Ja gut. Dann haben wir Venoflimus wohl gekillt. Ups. War jetzt nicht ganz so klug. So K-U-L-K, ne? Ihr wisst Bescheid. So, gehen wir hier rauf. Venoflimus ist aber ja auch nicht das stärkste Mon. Oh, hier geht's in Schwarze rein. Hier regnet es nicht mehr. Und wir haben immer noch Route 10, das heißt, es ist immer noch dieselbe Route und wir hätten ein Wingull bekommen. Wenn es Niesel hätte, wäre es cool, aber hat es leider nicht. Von daher uninteressant für uns. Oh mein Gott, dieser Bug, Alter. Dead Bug. Hier kann man tauchen, aber wir können nicht tauchen. Wir können nicht tauchen. Aber wir haben riesige Tauchergebiete. Das heißt, ihr könnt euch darauf freuen, das wird super, super krass. Wir haben Bojolin. Das wäre tatsächlich echt ein geiles Pokémon. Mag ich sehr, das Mon, weil es cool aussieht. Das ist super schnell, super stark. Ist halt einfach doch irgendwo ganz stylisch. So, hier haben wir wieder rum. Ich glaube, wir vergessen hier ganz schön viel gerade. Kann das sein? Was ich mal machen kann, ich kann Schutz machen und hier einfach rumsurfen. Weil vielleicht vergessen wir wirklich irgendwas richtig Gutes gerade. Super Repel, weil wir haben letztes Mal einen Delta Trasler auf die Routen hier, auf der Wasserroute verkackt.
Und das will ich eigentlich nicht normal machen. Die ganzen Trainer lasse ich einfach mal offscreen. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, wie ich gegen Trainer kämpfen kann. Vielen Dank dafür erstmal. Und wir haben ja einen schönen Grafikbug gefunden, dass man mit Lapras hier durchsurfen kann, durch die Bäume. Finde ich cool. Vielen Dank erstmal dafür, dass ihr mir geschrieben habt, wie ich immer wieder gegen Trainer kämpfe, die wohl alle sehr, sehr stark dann sind. Level 50 habt ihr in die Kommis gepostet. Hilft mir auch beim Trainieren. Super, super nett an euch erstmal, dass ihr mir das geschrieben habt. Und hier haben wir nichts, wie es aussieht tatsächlich. Außer halt eine Trainerin. Die ich eh offscreen machen werde. Von daher, nichts Schlimmes und wir können weitermachen. Okay, wir sind in einer Stadt und der Repel wirkt nicht mehr. Nö. Dann lassen wir das. Hier ist vielleicht auch wieder eine neue... Oh, irgendwas mit Nuklearpower stand hier gerade. Okay, ich habe Angst. I'm scared a little bit, but we heil unsere Pokémon erstmal auf. Damian, wo bist du? Und Deoxys, wo bist du? Das ist die Frage der Fragen. Ich werde gleich rausgehen, weil am letzten schönen Tag dieses Jahr wurde in dem Radio gesagt, da dachte ich mir, yo, eigentlich musst du das nutzen. Wir haben Fahrrad. Wir haben Fahrrad. Wir benutzen es einfach mal hier. Weil ich glaube, da kann man drüber fahren, ne? Wie im Kunstrad jetzt oder so. Tatsächlich nicht. Lol. Okay, hier ist irgendwas passiert. Ich weiß nicht was, aber... Irgendwas ist hier zerbrochen wohl. Weil sonst würden die ganzen Müllteile nicht liegen. Vielleicht ist das ein Raumschiff gewesen oder so. Man weiß nicht. Ich denke mal, die werden uns was darüber erzählen, die Leute. Weil die liegen ja überall Sachen durch die Gegend. Oh, hier ist wieder eine Arena. Okay. Steel Electric. Hört sich an wie Magnetilos Everywhere. Werden wir aber heute noch nicht machen. Werde ich vielleicht im nächsten paar Mal machen. Oder halt im übernächsten. Da ich mich vielleicht darauf vorbereiten will. Weiß ich noch nicht ganz. Wir werden erstmal durch die Stadt hier gucken, was die Leute sagen. Vielleicht kriegen wir irgendwas Cooles hier. Die hat gerade über den Moosstein geredet, der hier irgendwo auch sein soll. Und wohl Evoli entwickeln soll, halt zu Folie Purba. Ja. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Cooles. Da haben wir den Pikachu-Taximann. Und hier kriegt man zwei Pokémon an der Stelle, sagt er gerade. Und wir haben eine TM sogar noch im Boden liegen, die wir mitnehmen werden. Ne, kann man machen. Ich denke aber, dass das mal eine Sache ist, die nicht so gut ist. Aeroass ist tatsächlich gut. Nehmen wir mit. Kann. Oh, haben wir das nicht schon gehabt? Es können so viele Monster aus meinem Team. Ich glaube schon. Wo sind wir jetzt hier? Hier ist eine Wasserroute. Hier kann man auch wieder nur surfen oder tauchen halt. Ist hier irgendwo eine Waldlichtung? Ich sehe keine. Hier kann man tauchen. Toll. Und ein Trainer ist hier. Den werden wir machen, weil ich glaube, hier werde ich nicht großartig viel machen. Ich weiß gar nicht, ist das eine Route tatsächlich? Weil hier wurde mir keine Route angezeigt. Pfadfinderin, ja, mit einem Didenne. 57, okay. Kann mich das Ding one-shotten? Ich habe ein bisschen Angst. Gehen wir auf Tenga. Wir ja, haben ein super Matchup dagegen gerade, ne? Wir resisten Fee. Und ja. Das hat alles keine Wirkung, ne? Die ganzen... Elektroangriffe. Von daher Earthquake. Bitch. Und tot. Super stark. Ich denke, ich werde heute Abend live streamen. Ich habe richtig Bock auf den Stream heute. Ich glaube, da habt ihr heute auch Bock drauf, ne? Dass wir einfach ein bisschen zusammensitzen. Pachirisu. Sollte auch wieder kein Problem sein. Selbe Kanonenfutter. Hör Hyperfang. Das wird resisted, mein Junge. Das wird resisted. Hey, das ist ein Superfang. Machen wir es ein Rocky Helmet. Mach nochmal dir gut Damage. Und du bist down. Badadada. Bye bye, Minion. Und das Ding ist down. Senjun. Senjukun. Gut, wollen wir mal gucken, was es hier für Mons gibt. Ich würde sagen, das machen wir eben. Und hier gibt es Miltank. Und das Ding können wir fangen. Das Ding hat eine Mega-Entwicklung. Das heißt, Mega Miltank wäre real. Und das Ding zu fangen wäre wirklich geil. Machen wir ein Aquatier, das sollte nicht töten. Sollte nicht töten. Ich meine, wir sind stark, aber nicht so stark. Tatsächlich. Geil, Alter. Milli, nenn es Milli Miltank. Milli Mil. Oder, ne, ich nenn's Milli. Weil Miltank hat immer in der Serie Mil Mil gesagt. Komm, ich will's Mil Mil nennen. Mil Mil, komm in unser Team. Wer von euch wäre für Mega Miltank? Der schreibt Mega Miltank jetzt in die Kommentare. Und, der gute Sunny heißt es, glaube ich. Der hat das Spiel durchgespielt. Du schreibst mir bitte in die Kommis, wo und wann ich Mega Miltank bekomme. Ich will es einfach haben. Ich will die Mega-Zitzen sehen. Oh yeah. Aber sonst, Leute, war es das von der heutigen Episode. Ich werde Miltank jetzt noch fangen. Ich will euch gar nicht unnötig
weiter nerven. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen. Er war ein bisschen Story und ein bisschen Story. War jetzt nicht ganz so heftig heute. Oh mein Gott, Wake-Up-Step macht Damage, aber egal. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Macht's gut, bis nächstes Mal und tschüss.